Stell dir vor, du lebst in einer Welt, in der du als Reiter auf hübschen Mädchen reitest. Wow, 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 okay, was? Oh Mann, wer aus der Regie sucht sich diese Animes raus? Verflucht seist du, naja. Unser Protagonist wird das Ganze genießen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das Folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Serie Darling in the Franxx nicht ersetzen soll. Darling in the Franxx gehört Shueisha, Trigger und A1 Pictures und Naotaka Hayashi. Bitte unterstützt die öffentliche Veröffentlichung. Hi, hier ist Elvis von Otaku TV. Heute stelle ich dir diesen verrückten Anime vor, Darling in the Franxx. Du kannst diesen Anime auf GoGo Anime sehen, also fang an auf deinem Stuhl zu schreien, während wir uns diesen Anime gemeinsam anschauen. Los geht's! Die Geschichte beginnt mit einem Mädchen, das halb Monster und halb Mensch ist und allein in einem Schneesturm umherirrt. Sie hat auch Hörner auf dem Kopf, während eine Stimme uns erzählt, dass die Menschen nur einen Flügel haben und sich mit einem Partner paaren müssen, um zwei daraus zu machen. Nicht so, sondern wie zwei Flügel, damit sie fliegen können. Als die Szene zu Ende ist, ist das Mädchen, das wir sehen, von einem Haufen furchterregender Monster umgeben und sie steht wie ein Löwe und schaut sie an. Nach einem Szenenwechsel sehen wir ein gehörntes Mädchen, das duschen will, aber der Fahrer des Flugzeugs hat genug von ihrem Blödsinn. Denn wegen ihrer schmutzigen Geschäfte und ihrer mangelnden Selbstbeherrschung muss sie alle 5 Minuten duschen. Neben ihr liegt ein schwer verletzter Kerl, der offenbar nicht mit dem Mädchen umgehen konnte und deshalb in diesem Zustand war. Kommen wir nun zum Verlierer des Anime, unserem liebsten Hiro, der in seinem Leben zu nichts fähig ist, genau wie ihr oder ich oder wir alle. Lasst uns gemeinsam Loser sein, Freunde. Nein, keiner ist ihr Loser, wir sind alle Winner. So, lasst euch von der Regie hier nichts Falsches erzählen. Also jedenfalls, deshalb liegt er jetzt mitten im Nirgendwo und denkt über sein erbärmliches Leben nach und bemitleidet sich selbst. Er muss sich einen Partner suchen, sonst bleibt er sein Leben lang ein jungfräulicher Verlierer. Bei all dem Nachdenken sieht er, dass sich sein Pech immer weiter ausbreitet und jetzt hat sich auch noch ein Vogel verletzt. Bevor er also einen echten Menschen ausschaltet und ihn genauso unglücklich macht wie ihn selbst, geht Hiro. Im Schlafsaal sitzen alle zickigen Schülerinnen und Schüler und reden über dasselbe gehörnte Mädchen, auch bekannt als die Partnertöterin. Das Mädchen ist ein Parasit und tötet jeden, der sie bumsen darf. Während sie über das Mädchen lästern, dreht sich die Diskussion bald um Hiro, der anscheinend einen großen Fehler gemacht hat und nun darüber nachdenkt, die Schule zu verlassen. Auf der anderen Seite sind das gehörnte Mädchen und die anderen im Flugzeug gelandet und der Arzt ist damit beschäftigt, die Frau neben ihm zu befummeln. Während sie noch über die Ausbreitung der Kinder diskutieren, ist ihnen Zero Two schon entkommen. Sie zieht sich aus, ein Stück nach dem anderen, angefangen bei ihrer Mütze und ihrem Umhang, irgendwo im Nirgendwo. Während Zero Two mit ihren Geschäften beschäftigt ist, versucht Hiro immer noch, zu dem verletzten Vogel zu gelangen. Dieser Kerl lässt den Vogel nicht in Ruhe, verdammter Perverser! Dabei stößt er jedoch auf einen See und jetzt, wo es nur noch ein See ist, stößt er auch noch auf Kleidung von jemandem, die auf einem Baum liegt. Er wollte das Höschen gerade mitnehmen, damit er es benutzen kann, um sein Leben weniger depressiv zu machen, als er seinen Blick auf jemanden richtet, der im See schwimmt. Keine geringere als Zero Two war dort völlig nackt und Hiro hatte bereits seine Unterhose nass gemacht. Unfähig zu widerstehen, springt er ins Wasser und denkt daran, sie genau dort zu vögeln, aber Zero Two hatte ihre eigenen Pläne. Unser Mann hatte noch nie ein so hübsches Mädchen gesehen, geschweige denn nackt. Er war zutiefst geschockt, aber irgendetwas ging da unten vor. Zero Two blieb jedoch unbeeindruckt, bis sie zu dem Entschluss gekommen war, dass der Typ vor ihr ein Perverser war, was er auch war. Was können wir schon von einem jungfräulichen Loser erwarten? Während sie Hiro beschuldigt, pervers zu sein, blieb Zero nackt und lacht über all die unbeholfenen Posen, die Hiro macht, weil er nicht in der Lage ist, mit einem Mädchen umzugehen, da es sein erstes Mal überhaupt war. Etwas später und vollständig angezogen, erzählt Hiro ihr, dass er nicht fliegen kann und sogar seine Partnerin runtergezogen hat und Zero Two, die wie immer Zero Two ist, rät ihm, sich einen Partner mit Gewalt zu nehmen, auch wenn niemand mit ihm einverstanden ist. Und dann klammert sie sich plötzlich an ihn und lässt ihn wie ein Mädchen in einer Pose auf den Boden fallen, während Zero Two weiterhin oben bleibt. Sie leckt ihm das Gesicht, hätte aber lieber einen Kuss gehabt. Und wundere dich nicht, wenn ich sage, dass dieser Loser nicht einmal weiß, was ein Kuss ist. Irgendetwas sagt mir, dass dieses Mädchen ihn auf die schiefe Bahn bringen wird. Zero Two hat sich aus weiß Gott welchen Gründen in den Helden verguckt und bittet ihn, ihr Darling zu sein. Und es gibt keine Chance, dass der Kerl diesen Jackpot ablehnen wird. Sie sagt, dass sie seine Fähigkeiten erwecken kann und nach dem, was meine sündigen Augen gesehen haben, wird sie das auch tun, obwohl ich mir nicht sicher bin, was für Fähigkeiten das sind. Naja, die Kadetten finden sie und wollen sie gerade zurückbringen, als Hiro sie fragt, wo er sie finden kann, um die Sache mit dem Bang Bang zu beenden.
woraufhin sie sagt, dass sie es selbst tun wird. Am nächsten Tag beginnt die Begrüßungszeremonie und alle von Hiros Freunden sind anwesend, außer Hiro und seiner Partnerin Naomi. Sie sind mit etwas anderem beschäftigt. Ich meine, sie sind damit beschäftigt, jede einzelne Entscheidung zu bereuen, die sie im Leben getroffen haben, und Naomi ist damit beschäftigt, den Tag zu bereuen, an dem sie mit ihm verkuppelt wurde, denn jetzt hat sein Pech auch sie schwer getroffen. Hiro, der mit einem Mann in einem Zimmer ist, sagt ihm, dass er zu dem beschissenen Ort zurückkehren wird, von dem er gekommen ist, da dieser viel beschissener ist als ein elendes Waisenhaus. Und er das Mädchen, an dem er kein Interesse hat, nicht knallen kann. Als er den Raum verlässt, sieht er Naomi und erinnert sich an die Zeit, als er versuchte, sie mit all seiner Kraft und dem, was er noch in sich hatte, zu bumsen, aber er konnte sie nicht befriedigen, weil er zu klein für sie war. Ich meine, er passte einfach nicht gut zu ihr. Vielleicht kann er es mit jemand anderem. Wer weiß. Mit seinem Partner im Schlepptau steht Hiro nun auf dem Schiff und redet mit Naomi, die ihm immer noch vorwirft, so klein zu sein, und dann anfängt zu weinen, als sei es seine Schuld. Und am Ende geht sie, ohne ihn mitzunehmen, weil sie will, dass er noch mehr leidet und keinen Frieden findet. Auf der anderen Seite sind alle verbliebenen Kinder in Paaren bereit, den Bang Bang zu starten, als ihr Startversuch beginnt. Die Mädchen in der üblichen Hündchenstellung und die Jungs ganz aufgeregt mit ihren dritten Beinen machen sich bereit für die Action, aber ihr Spaß wird zu einem echten Problem, als ein riesiges Kyuru-Monster die Basis angreift. Freunde, was zur Hölle spreche ich hier eigentlich gerade ein? Regie, ich brauche mehr Essen, sonst kündige ich. Während alle versuchen zu fliehen, versucht Zero Two die Basis zu verteidigen, während sie das Monster rücksichtslos angreift, und in der ganzen Situation schafft sie es, ihren Partner noch mehr zu verletzen. Da sie nun keine Hilfe mehr ist, wirft sie ihn aus ihrem Franks. Zufälligerweise genau an der Stelle, an der Hiro war. Er bietet ihr seine Hilfe an, die sie zunächst ablehnt, woraufhin sie ihm nur sagen kann, dass sie schon immer allein war, da niemand mit ihr mithalten kann. Aber Hiro will sich die Chance seines Lebens nicht entgehen lassen und spielt die Opferkarte, um sie davon zu überzeugen, dass sie sich ähnlich sind. Also zieht Zero Two ihn zu sich heran und gibt ihm einen leidenschaftlichen Kuss, in dem sie offiziell ankündigt, ihn zu ihrem Darling zu machen. Aneinander gebunden wie zwei Menschen, die miteinander Knickknack machen, bedienen sie den Franks, der auf die seltsamste Weise funktioniert, und schaffen es gemeinsam, das Monster zu besiegen. Laut dem Arzt haben sich männlich und weiblich negativ und positiv vereint, und du weißt schon, was noch alles. Das hat dazu geführt, dass Zero Two's Iron Maiden Franks seine wahre Form enthüllt hat. Am nächsten Tag begannen die Aufwärmübungen, die vorher nicht stattfinden konnten, und auch dieses Mal konnte Hiro nicht teilnehmen, da Zero Two woanders beschäftigt war. Also wandert er um den See und sucht nach weiteren verschwitzten Höschen, die er finden kann. Leider wird er nicht fündig, also kehrt er zum Schlafsaal zurück, wo Ichigo, sein Freund, draußen auf ihn wartet und mit einem Kätzchen spielt. Hiro macht ihr klar, dass sie nicht auf ihn zu warten braucht, aber da sie in diesem Anime die Nebenfrau ist, wird sie nicht so schnell aufgeben, also gehen sie ins Haus und finden dort Zero Two, die auf die schmutzigste Art und Weise zum Mittag ist. Die Mädchen können es sich nicht leisten, sie anzuschauen, aber die Jungs sind begeistert von dem, was sie da sehen, doch schon bald werden sie eifersüchtig, als Zero Two aufsteht, sich neben Hiro setzt, den sie Darling nennt, und seine Lippen mit ihren Fingern anfasst, an denen gerade eine große Menge Soße klebte. Aber wird das Hiro etwas ausmachen? Nein? Er weiß nur, dass sie so nah bei ihm sitzt, dass seine Unterarme fast ihre Brust berühren. Sein schöner Traum findet jedoch ein Ende, als Zero Two von Nana zurückbegleitet wird und er aufgefordert wird, auf weitere Anweisungen zu warten. Wir sehen, wie die Ape-Beamten über Zero Two und Hiro diskutieren, der am Vortag die Franks erfolgreich gesteuert hat. Als Zero Two geht, gehen sie alle in die Umkleidekabine, wo die Jungen anscheinend ernste Gespräche führen, während die Mädchen Spaß daran haben, sich gegenseitig zu... Naja, ihr wisst schon, während sie nackt herumlaufen. Sobald die Partner miteinander verbunden sind, können die Mädchen nicht anders als zu stöhnen. Wenn du weißt, was ich meine. Naja, danach sind sie alle außer Hiro in ihre jeweiligen Franks gestiegen, um sich auf das Training vorzubereiten und sich gegenseitig als Partner zu vertrauen. In der Zwischenzeit übte Hiro alleine das Steuern eines kleinen Roboters und träumte davon, Strelizia mit Zero Two zu steuern. Während er mit seinem kleinen Roboter lief, erschien Zero Two, allerdings war sie dieses Mal nicht in der Stimmung, sich mit ihm zu verbinden. Also ging sie auch bald wieder. In der Franks-Basis trifft Zero Two auf Ichigo und ihren Partner Goro. Ichigo ist eifersüchtig und fragt Zero Two, warum sie sich mit Hiro anlegt, worauf Zero Two die beste Antwort hat. Zurück im Schlafsaal diskutieren die Jungs, während sie mit einem Ball spielen, über Hiro und Zero Two. Diese Verlierer haben buchstäblich kein Leben. Überraschenderweise taucht Hiro auf, während Zerome ihn beschimpft. Hiro kann seine Wut nicht im Zaun halten und fängt einen Streit mit Zerome an,
indem er sagt, dass er Zero Two tatsächlich geknallt hat und es wieder tun wird, weil es viel mehr Spaß gemacht hat als die durchschnittlichen Mädchen, die anderen bekommen. Ichigo bemerkt sie jedoch und hält sie davon ab, indem sie sagt, dass sie Hiro dazu bringen wird, sie zu Bienchen und Blümchen, damit er versteht, dass sich alle Mädchen so anfühlen. In diesem Moment erhält Ichigo eine SMS von Nana, die ihm mitteilt, dass seine Zeit gekommen ist. Bei dem Treffen, bei dem Zero Two Hiro unbedingt mitnehmen wollte, mischt sich Ichigo ein und sagt, dass sie Hiro auf ihr reiten lassen wird und dass sie ihn auch befriedigen kann, egal wie klein er ist. Trotz der Einwände von Zero Two geht Hiro mit Ichigo, schließlich hat er es verdient, verschiedene Dinge zu probieren. Warum nur eines? Naja, Nana stimmt zu und Zero Two geht auf Ichigo zu, um ihr Interesse an dem Ergebnis zu bekunden. Zoro meldet sich, wie erwartet, als Hiros Gegner. Später, nachts im Schlafsaal, ermutigt Goro Hiro, die Gelegenheit zu ergreifen, seine Fähigkeiten allen zu zeigen. In der Arena bereiten sich Ichigo und Hiro darauf vor, den Franks zu steuern, und Ichigo ist sich sicher, dass sie zusammenpassen. Doch Hiro sieht schon an ihrem Hintern, dass das nicht funktionieren wird. Er mochte den von Zero Two lieber. Als das Scheingefecht beginnt, schafft es Hiro irgendwie, sich mit Ichigo zu verbinden, und sie beginnen, den Franks zu bedienen. Aber als sie Zoroam angreifen wollen, deaktiviert sich der Franks plötzlich, und egal wie sehr sie es versuchen, es scheint nicht zu funktionieren. Natürlich ging es nicht, denn Hiro musste immer wieder an Zero Two denken und daran, wie gut es sich mit ihr anfühlte. Unfähig zu verstehen, was passiert ist, diskutiert Ichigo mit Hiro, der auf die seltsamsten Ideen kommt. Jetzt will er, dass sie ihn küsst, weil das vielleicht klappt, was Ichigo natürlich tat. Sie wollte das sowieso unbedingt tun. Trotzdem änderte sich nichts und Ichigo konnte die Beule in seiner Hose nicht spüren, egal was geschah. Zoroam, der sich wie immer wie Zoroam benimmt, sieht die Chance und greift sie an, als Ichigo und Hiro nur noch mit sich ringen, nachdem sie das Unheilige getan haben. Aber Zoroam selbst ist kein Profi, sein Franks ist ebenfalls deaktiviert, als er auf Hiros fällt. Enttäuscht von Hiro fängt Ichigo an, den Franks alleine zu steuern, sie will sich selbst befriedigen, da der Typ ihr nicht helfen will. Sie hebt Zoroams Franks hoch und knallt ihn mit voller Wucht gegen eine Wand, sodass beide Franks umkippen. Das ist genau das, was sie getan hat. Zero Two, die das gesehen hat, lächelt und verschwindet, da sie weiß, dass Hiro nirgendwo hingeht. Ichigo ist ganz traurig und erinnert sich an die Zeit, als sie noch Kinder waren. Da sie alle Codes und keinen Namen hatten, war es Hiro, der auf die Idee kam, ihnen allen Namen zu geben. In der Vergangenheit war er ihr Anführer, aber in der Gegenwart ist er für sie alle nur ein Verlierer. Nachdem er untersucht wurde, kommt er zu Ichigo und teilt ihr mit, dass mit ihm alles in Ordnung ist und alle Werte in Ordnung zu sein scheinen. Daraufhin seufzt Ichigo erleichtert auf. Hiro scheint jedoch an einem weiteren Gespräch interessiert zu sein, aber Ichigo wird in den Raum gerufen, also hört er auf. Auf der anderen Seite diskutieren die Beamten darüber, ob sie Hiro wirklich auf Zero Two fahren lassen würden, und kommen zu dem Schluss, dass es sich um den Sonderfall handeln muss. Da sie sich jedoch nicht sicher sind, lassen sie Hiro vorerst keinen tödlichen Spaß mehr mit Zero Two haben. Auf der anderen Seite ist Goro, der Typ, der total in Ichigo verknallt ist, und er fragt Hiro, was zwischen ihm und Ichigo im Cockpit passiert ist. Er hat gesehen, wie sich die beiden danach seltsam verhalten haben, aber Hiro lehnt jegliche Beteiligung an irgendwelchen Hentai-Aktivitäten ab. Außerdem informiert er Goro über seine Entscheidung, auf jeden Fall mit Zero Two zu fahren. Jetzt, wo er auf den Geschmack gekommen ist, kann er nicht mehr aufhören, sie zu begehren. Goro versucht Hiro von den Gerüchten zu warnen, die sich um die Zero Two ranken, aber Hiro hält ihn davon ab, indem er sagt, dass er selbst genug Pech hat und nicht bereit ist, sein ganzes Leben lang Jungfrau zu bleiben und nie wieder ein Mädchen zu reiten. Später am Nachmittag diskutieren Hiros Freunde im Wohnheim über die Möglichkeit, dass Hiro ein Mitglied der Parasiten ist. Ichigo mischt sich in das Gespräch ein und beleidigt damit ungewollt Goro, der sich einmischt und Ichigos Worte in Frage stellt. Ichigo ist nicht bereit, ihren Schwarm aus Kindertagen gehen zu lassen. Sie wird alles tun, um ihn zu bekommen. Sie drückt sogar ihren Glauben an Hiro aus, als sie bemerkt, wie er unter den wachsamen Augen von Zero Two mit einem kleinen Roboter übt. Nach seinem Training findet Hiro Zero Two, die eingeschlafen ist, während sie auf ihn gewartet hat. In der Hoffnung, einen Blick auf den himmlischen Ort werfen zu können, nähert er sich ihr. Aber sie wacht gerade noch rechtzeitig auf und erwischt das kleine Schweinchen auf frischer Tat. Sie bittet ihn, sich auf ein Abenteuer einzulassen und die Stadt zu erkunden, und nimmt ihn mit in die untere Stadt der Plantage 13. Hiro, der seine Kindheit noch nicht verarbeitet hat, denkt immer noch daran, andere Namen zu geben. Und obwohl Zero Two nicht wirklich interessiert ist, hat dieser Verlierer nur einen Zug. Er will ihr das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein, indem er ihr einen Namen gibt. Zero Two, die spielerisch auf einer Eisenstange läuft, ist nicht an seinem Namensdrama interessiert und lädt ihn ein, mit ihr wegzulaufen.
Währenddessen versammeln sich die Parasiten an einem anderen Ort, um die untermaßigen Kyoryu in der Mine zu bekämpfen. Nana verkündet, dass Trilysia bei der Mission nicht zum Einsatz kommen wird und lässt Hiro enttäuscht zurück. Gib dem Jungen eine Chance, seit 3 Episoden bettelt er förmlich darum. Mann. Egal. Unfähig, etwas an seiner gesamten Situation zu ändern, beschließt er, seinen miserablen Zustand zu akzeptieren und sieht aus der Ferne zu, wie seine Freunde es genießen, Mädchen zu, naja, Bienchen und Blümchen halt und Monster zu zerstören. Aber er war nicht allein, anscheinend haben auch Mitsuru und sein Partner Ikuno nicht an der Mission teilgenommen. Der Junge war zu grob für das Mädchen, das nur jemanden mit einer sanfteren Berührung brauchte. Ja, sie sind also auch beiseite und fragen Nana, ob sie nicht kompatibel genug sind. Zurück im Hauptquartier sagt Nana ihnen, dass sie einige Tests durchführen werden, damit sie wissen, dass es kein großes Problem gibt, aber Mitsuru scheint Ikuno nicht besonders zu mögen. Aber Nana ignoriert das und sagt, dass das manchmal vorkommt. Auf dem Weg zur Mission, wo alle Franks sind, gerät Zerome, der nicht mit Miko umgehen kann, in eine gefährliche Situation und sie stürzt ab. Die Situation verschlimmert sich, als mehr und mehr Parasiten auftauchen. Und Zero Two, die alles mit anderen beobachtet, schlägt Nana vor, sie mit ihrem Darling dorthin gehen zu lassen, damit sie andere vor dem Tod bewahren kann. Da er aber noch kein offizieller Parasit war, durfte er nicht auf einem Franks reiten und so sehr er es auch versuchte, Nana wollte ihn nicht gehen lassen. Aber eine Person, die mitfahren durfte, war Mitsuru. Und Mitsuru war sehr aufgeregt, das zu tun. Obwohl Zero Two sich zunächst dagegen sträubte, willigte sie ein, nachdem Hiro sie gebeten hatte, nur dieses eine Mal mit Mitsuru zu gehen und er sie ein anderes Mal reiten würde, wenn er kann, obwohl er innerlich darauf brennt. Und schließlich wurde Strelizia gestartet. Auf der anderen Seite wacht Miko in der Mine auf und Zerome reaktiviert ihre Franks. Kurz darauf versucht das Trio zu fliehen, wird aber inmitten von hunderten von furchterregenden Kyoryu gefangen. Zum Glück kommt Strelizia gerade noch rechtzeitig, um das riesige Kyoryu zu besiegen, das Ichigos Franks fast verschlungen hätte. Das Trio erhält den Befehl, sich zurückzuziehen, dass Strelizia nun die ganze Situation in die Hand nehmen wird. Mitsuru, der es genießt, Zero Two zu fahren, prahlt mit seinen Fahrkünsten und behauptet, er sei besser als Hiro. Als Zero Two das hört, wird sie wütend und kämpft nun auf die furchterregendste Art und Weise. Obwohl sie angewiesen wird, sich zurückzuziehen, missachtet sie den Befehl und macht sich bereit, aufs Ganze zu gehen. An Bord der Mine überleben die 3 Franks-Piloten und Strelizias Überreste werden an Seilen hochgezogen. Zero Two taucht auf, winkt Hiro zu und lächelt ihn an, aber in der Strelizia ist Mitsuru bewusstlos und schwer verletzt. Das hat man davon, wenn man das Mädchen eines anderen reitet. In your face, Mitsuru! Ein Ape-Beamter berichtet von zunehmender Kyoryu-Aktivität und spricht über die Herausforderung, Strelizia aufgrund von Hiros einzigartigem Status in Schach zu halten. Im Krankenhaus schließt sich ein verängstigter Mitsuru ein. Hiro erkundigt sich nach Zero Two und Mitsuru schnappt ihn sich und sieht verzweifelt aus. Außerhalb des Zimmers spricht Ichigo Hiro an und fragt ihn, ob er sich mit Zero Two zusammentun wolle, der Mitsuru sehr zugesetzt hat. Trotz Hiros Lachen geht Ichigo unfähig, etwas zu tun. An anderer Stelle tadeln Nana und Hachi Zero Two für ihr Verhalten, das Mitsuru fast getötet hätte. Unbeeindruckt davon ist Zero Two lieber bei ihrem Liebling. Hiros Erlaubnis, Trilysia zu steuern, wird angezweifelt und Nana erklärt, dass Zero Two wieder in die erste Reihe zurückkehren wird. Hiro wird dabei beobachtet, wie er mit einem kleinen Roboter übt. Plötzlich erinnert er sich an die Gerüchte über Zero Two, was ihn verunsichert. Im Wohnheim diskutieren seine Freunde über Hiros hartes Training und Ichigo spricht über seine Entschlossenheit, mit Zero Two zu fliegen und betont, dass sie zum Überleben auf ihn angewiesen sind. Zero Two beobachtet Strelizia, als Hiro sich ihr nähert. Als er sie sieht, versteckt er sich reflexartig wegen des Mitsuru-Vorfalls. Später trifft Hiro beim Einweichen in der Badewanne auf Zero Two. Er versucht sich nicht zu schämen, weil er ganz nackt ist und wird von Zero Two konfrontiert, die ihn fragen will, ob er wie andere denkt und sie für ein Monster hält. Bevor er antworten kann, ertönt ein Alarm, der sie auf eine Notsituation hinweist. Aufgeregt erreichen sie verkleidet das Hauptquartier, aber Nana sagt ihnen, dass sie nicht gehen dürfen. In diesem Moment öffnet sich die Tür und eine Reihe von Truppen kommt herein und zwingt Zero Two mit ihnen zu gehen, obwohl sie das nicht will. Hiro hingegen ist nicht dazu bereit. Er rennt hinter Zero Two und den Truppen her und gesteht ihr, dass er sie mag und dass er sie reiten und auf jede erdenkliche Weise durchnudeln will. Junge, was zur Hölle passiert hier gerade? Jeder nimmt jeden durch, ich bin verwirrt. Er will Kinder mit ihr haben und der Kerl hält es nicht mehr aus, als Zero Two beschließt, zu ihm zurückzukommen, jetzt, wo ihr Darling bereit ist, sie so zu akzeptieren, wie sie ist. Auf dem Schlachtfeld arbeiten die 4 Franks zusammen, um das Kyoryu zu besiegen, aber haben Mühe, seinen Schwachpunkt zu finden.
Die Franks von Miku und Mitsuru werden angegriffen und die anderen können nicht rechtzeitig helfen. Währenddessen fragt Zero Two, nachdem sie Hiro erreicht hat, ob er sie reiten will. What? Schüchtern drückt Hiro seinen Wunsch aus, Strelizia wieder mit ihr zu fliegen. Zero Two bringt ihn sofort zu Strelizias Standort im Flugzeug. Sie brechen durch das Tor und die Truppen und steuern Strelizia selbstbewusst. Als sie bei ihren Freunden ankommen, überrascht Hiro, der Strelizia steuert, alle. Strelizia plant, sich um einen Kyoriu zu kümmern, während die anderen mit den anderen fertig werden. Als Strelizia angreift, taucht das Kyoriu in den Boden und Strelizia folgt ihm. Sie haben den gesamten Körper des Kyoriu an und stellen fest, dass er eine zusammengewachsene Masse ist. Die anderen Franks versuchen, die Mundwerkzeuge des Monsters festzuhalten. Strelizia schießt schnell und dringt in den Körper des Kyoriu ein, zerquetscht ihn von innen und zerstört seinen Kern. Zurück in der Basis befiehlt Hachi, den Franks-Piloten zurückzukehren und analysiert Hiro und Strelizia. Und das ist das Ende des Videos. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und natürlich auch ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Also passt auf euch auf und macht's gut. Ciao.